Hallöchen, Popöchen, wie geht's, wie steht's? Heute ein weiteres Zigarren-Review von mir, spontan nach der Arbeit. Jetzt haben wir die Patoro Brasil Gordito vor uns liegen. Kostet 11,50 Euro, hat eine Länge von 10,16 cm und Ringmaß von 58. Es hat ein Capra, brasilianisches Deckblatt, die Zigarre, und Umblatt und Einlage Dombrep. Ja. Ein Schweizer, der bei Davidoff da gearbeitet hat, hat sich damals selbstständig gemacht und das ist halt eine Linie davon von ihm. Mehr möchte ich dazu jetzt eigentlich nicht sagen. Es geht hier einfach um die Marke an sich oder die Zigarre an sich, meine ich jetzt. Ja, die Anilla sieht man jetzt im Dunkeln nicht ganz so, ist schön grün. Einfach das P und Sternchen, Patoro, also sehr, sehr, sehr schlicht gehalten das Ganze. Und ja, Deckblatt sieht ganz gut aus. Ich habe schon dran gerochen. Sehr, sehr grasig und sehr, sehr pfeffrig. Kalt Zug. Geht schon auch in eine herbere, florale Richtung. Also, ja, ungesüßter Tee. Irgendwie so in die Richtung grüner Tee. Ja, genau, so würde ich es jetzt ungefähr beschreiben. Und relativ würzig, pfeffrig. Ich stehe auf brasilianische Geschichten und habe mir die einfach mal spontan gekauft. Bin ich mal gespannt. Cooles Format, also mit dem 58er Ringmaß und knapp über 10 cm. Sieht nach was aus, ja. Und darf man sich aber oft nicht täuschen lassen, wie bei der Viragrafina. Nicaragua Serie Volcano. Ja, da hat es auch 80 Minuten Smoke. Bei nur 11 cm, knapp 11 cm Zigarre. Also von dem her. Puh, sehr würzig, Kaffeeröstaroma ohne Ende. Die florale Geschichte ist gleich da, also schon eine leichte Säuerlichkeit hat man. Und schon pfeffrig auch und eine gewisse Schärfe ist auf jeden Fall gleich da. So, dann geht's weiter, bis gleich. Ja, toller Abbrand, Rauchvolumen ist okay. Sie ist sehr holzig, dieses grasige. Finde ich aber besser, wie es gibt nämlich so ein paar brasilianische, die haben sehr, sehr krassen Stallgeschmack oder halt ja, so Heu, Stallheu. Das hat die gar nicht, ist halt relativ grasig, bisschen scharf, aber auch was leicht Süßes kann man ihr auch, es ist schwierig zu beschreiben, dass aus diesem ungesüßten Tee, Grüntee, jetzt dann doch ein bisschen was Süßes hinzugekommen ist. Ja, schmeckt. Ja, die Tabacalera ist für mich irgendwie relativ unbekannt. Gibt es erst seit 95 in der Domrep. Und ja, muss ja nichts Negatives heißen. Also so ganz krass bekannte Marken haben die, glaube ich, nicht unter Vertrag oder unter dem Hut. Ich glaube, Fittipaldi-Zigarren und Ray the Rays oder keine Ahnung, kenne ich jetzt irgendwie alle gar nicht so. Und halt eben diese hier. So, ein Anfänger hätte die Zigarre wahrscheinlich schon längst weggelegt, weil sie hat schon sehr herbe florale Aromen, Zedernholz und auf der Zunge prickelt so der Pfeffer vor sich her, hat er aber so eine charmante Art an sich, die man halt so nicht beschreiben kann und die einfach schmeckt. Muss man einfach probiert haben. Ja, viele sagen ja, dass der Geschmack ausschließlich dann von den Fillern kommt. Das sind ja immer drei Filler. Von der Tabakpflanze gibt es ja, da gibt es ja 8 Tabakblätterstufen sozusagen und im Filler sind meistens dann die Ligero, die Seco und die Volado. Ja, das ist meistens von unten nach oben dann halt immer und das Deckblatt ist meistens das obere
Und viele meinen, dass das Deckblatt eigentlich nur zur Zierde ist. Kann ich so nicht bestätigen. Also so dieses brasilianische Feuer, sage ich jetzt mal, hat man auf jeden Fall auch am Start. Aber muss ich sagen, jetzt geht sie schon Richtung Erde. Ein bisschen Schärfe, so typisch Domrep-mäßig eigentlich. Ja, aber eine tolle Zigarre, also schmeckt. Also ich mag die Zigarre sehr, also ist schon richtiger Dampfhammer. Also von Anfang an zeigt sie eigentlich, wo es hingeht, auch schon beim Kaltgeruch. Richtig pfeffrig, und aber trotzdem angenehm zu rauchen. Also vorhin war es so ein bisschen, ein, zwei Momente, wo so ein bisschen im Hals kratzig war, sage ich jetzt mal, aber das kann an allem Möglichen gelegen haben eben. Wie gesagt, das ist ein spontanes Review jetzt. Von dem her, ja, Abbrand ist okay, Zugverhalten ist okay, ja. So, leider das Deckblatt jetzt aufgeplatzt, das brasilianische Capra. Jetzt sind wir bei einer Stunde angekommen. Jetzt kommt so richtig schöner Kaffee durch, mehr als am Anfang, und auch so ein bisschen Schoko. Ein bisschen Gewürz ist noch da auf alle Fälle. Und Erde natürlich, ganz klar. Ja, also ich denke, dass man die auf 90 Minuten auf jeden Fall hinbiegen könnte. Ja, gute Zigarre, schmeckt mir sehr herb allerdings. Aber ja, muss nicht immer cremig sein. Ich hätte sie gern unter 10 Euro gesehen vom Preis her, aber ja, man weiß halt nie, wie viel Geld dann wirklich bei den Arbeitern und ja, ankommt dort in der Tabacalera. Deswegen weiß, ist es halt immer schwierig, so eine Preisdiskussion. Kommt das auch wirklich an oder ja? Trotzdem, L50 ist in Ordnung, das ist wirklich eine schöne Zigarre und schmeckt ordentlich. Ja, 4 von 5 würde ich auf jeden Fall wieder rauchen. Bis zum nächsten Mal.